Meine Lieben, heute möchte ich euch einen sehr interessanten und wie ich glaube auch sehr lehrreichen Einblick geben in meine letztjährige Seminarwoche. Ich möchte dir mit diesen kurzen Videos einfach ein paar lehrreiche und wirklich wissenswerte Inhalte vermitteln. Du siehst auch gleichzeitig, wie läuft das eigentlich so ab, so Seminarintensivtage. Und wenn du dann vielleicht Lust bekommst, dass auch du mich alles fragen kannst, was du möchtest und mit so einem Wissen nach Hause kommst, dann bist du genau richtig. Nächste Woche in Tuntenhausen im schönen Bayern auf der Anlage von der Verena Eiven sind wir dort. Und ich bin mir sicher, es wird ganz toll. Das Essen ist immer super lecker und ich freue mich sehr auf 4,5 Tage geballtes Wissen. Tage sind allerdings auch einzeln buchbar. Bring deine Pferdefreundin mit. Ich bin mir sicher, es wird sich rentieren. Bis nächste Woche. Deine Sandra. So, ein Beispiel, 12-jährige Stute, waren auch 1000 Therapeuten und Trainer, alles mögliche war dran, war im Endeffekt ein Resultat aus einer nicht berücksichtigten Schiefe. Das Pferd ist immer mehr versteift in der Wirbelsäule, 12 Jahre ist die alt, immer mehr versteift in der Wirbelsäule und ist da nicht mehr rausgekommen. Und ich kriege ganz viele solche. Also ganz, ganz viele solche. Und dann sage ich, ja gut, ich kann den jetzt schon einmal behandeln. Ich kann den auch einmal osteopathisch behandeln. Das wird auch sicherlich hundertprozentig sehr viel bringen. Aber dieses Pferd gehört jetzt richtig gymnastiziert und das geht nicht mit einmal. Deswegen habe ich auch mit diesen Online-Ausbildungen angefangen, weil einfach die Leute mehr stetiges Feedback kriegen müssen, ja, und auch einen Weg haben müssen, meiner Meinung nach. Es braucht ein Konzept. Ja. Weiter bitte. So, gleiches Pferd, es war dann ein halbes Jahr, nicht ganz ein halbes, 4 Monate später, glaube ich, war es. Ja, also hat sich schon ziemlich gut gemacht. Aber wir haben alles gemacht, wir haben ein bisschen die Ernährung umgestellt, wir haben Osteopathie gemacht, wir haben die Zähne gemacht, wobei die war nicht schlimm und wir haben Training gemacht. Und ich meine, die ist jetzt noch nicht fertig gearbeitet, ja, aber ich glaube, man sieht schon den Unterschied. Die hat komplett blockiert, die ist gar nicht mehr gegangen, also auch nicht geführt, der hat alles wehgetan. Wirklich jeder Knochen, jeder Wirbel, jedes Gelenk hat der wehgetan. Und das ist ein Ergebnis von schief gearbeitet gewesen. Ja? Die kriegen so eine Spannung in der Wirbelsäule, dass insgesamt der ganze Stoffwechsel kollabiert. Negative Muskelspannung, ja? Und die Organe hängen ja auch dran. An der Wirbelsäule, die diese Kontraktion hat. So, dann zeige ich euch die nächste Übung. Das wäre Ecke führen. Zeige ich euch die Übung Ecke führen. Ja, Mausi, nee. Andere sagt nee. Nein. Sie will lieber andere Sachen machen. Komm, Mausi. Okay, Ecke führen, meine schwerste Übung überhaupt. Also, passt auf, das schaut so aus. Wir gehen im Schulschritt. Schulschritt bedeutet versammelter Schritt mit Hinterbeinaktivität, Mausi, wär's. Ja. So, und dann ist es so, vor jeder Ecke, ungefähr einen Meter vor der Ecke, bleiben wir stehen. Also auch wenn ihr keine Bande habt, ja, ist das jetzt meine Ecke. Ja? Und dann die große Kunst ist jetzt, das Pferd um die Ecke zu kriegen, ohne dass sich der Hals krumm macht, also mit möglichst geradem Hals, und das innere Hinterbein unter den Körper trägt. Das, wie jetzt zum Beispiel der Rufino um diese Ecke gehen würde, wäre die Kruppe nach innen zu schieben und damit das linke Hinterbein komplett aus der Last rauszunehmen. Das wäre, was er natürlicherweise machen wollen würde. Was ich möchte ist, dass das linke Hinterbein hier unter den Körper kommt und damit auch die Last in der Ecke, in der Wendung aufnimmt. Das heißt, das Pferd lernt, in der Ecke, in der Biegung, in der Wendung, mit dem inneren Hinterbein das Gewicht zu tragen. Versteht ihr? Okay. So. Also das heißt, einen Meter vor der Ecke stehen bleiben. Was ist jetzt, Mausi? Dann, komm, Schritt. Schrittweise, wirklich schrittweise. Sie ist mit hinten losgelaufen, genauso möchte ich das. Schrittweise um die Ecke. Ja, hinten. Komm. Komm, beide. Okay, brav. Und dann soll sie wieder parallel zum Zaun stehen. Ihr habt gesehen, sie hat überlegt, welche Beine und wie viele und warum überhaupt. Ja? Ich verwende immer für Hinterbeine hartes Schnalzen. Ja, das heißt für meine Pferde immer Hinterbeine, ja, entweder mehr Hinterbeinaktivität oder Hinterbeine eben noch ranziehen. Okay, und langfristig gesehen wäre es halt schön, wenn man wirklich auch dann korrekt geschlossen steht, Mausi. Charit, komm. Also man kann dazwischen bis zur nächsten Ecke auch natürlich immer wieder gerne auch eine Halteparade machen. Komm, hinten rechts. Nee, hinten rechts, anders rechts. Komm. Hopp. Brav, okay.
Genau. Auf freier Linie ist natürlich schon schwieriger. Ja, das ist natürlich, das Pferd gerade zu halten und korrekt ist natürlich brav, schon nicht ganz einfach. Hinterbeine, Hinterbeine. Ja, immer wieder kurz ins Becken bremsen. Genau, gut, Eva. Immer wieder richtig, kurz ins Becken bremsen, damit er nicht zu schnell in der linken Schulter wird. Richtig, hinten, kurz bremsen und die Hinterbeine. Ja, brav. Das ist die Bewegung, die wir fördern sollten. Er bremst vorne und nimmt dann die Hinterhand hinterher. Nee. Okay, scht. Na, no. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Früher reagieren und kleiner die Hilfe. Ja, ja, okay, okay. Und wieder seitwärts. Sehr schön. Okay, wunderbar. Gut, wir gehen an, Ecke führen, das ist unsere Ecke, dass wir das auch mal geübt haben. Also Schritt, Schulschritt, aufrecht, gerader Kopf, gell? Langsam, versammelt. Hältst du da auch? Ich halte auch so, genau. Ich halte es auch so. Genau, Gerte zeigt aber nach hinten. Ja. So, up. Genau, okay. Okay, jeder für sich selber. Schritt, Schulschritt, anhalten kannst du jederzeit, Melanie und auch Priska. Genau, Arm schon strecken, weil ich schon wieder schief. Genau, richtig, ja, genau. Genau, ein bisschen höher den Arm. Ja, genau. Okay, gut. Vor der Ecke anhalten, so anderthalb Meter ungefähr. Okay, schau mal auf die Hinterbeine jetzt. Hinten links vergessen. Schau hin, ohne Gerte noch. Gut. Ah, warte, jetzt läuft sie weiter, aber ist nicht so schlimm. Arm strecken, Arm strecken, Arm strecken. Arm strecken. Okay. Ja, schau mal, wo der, schau mal, versuch mal jetzt von außen zu sehen. Schau mal, wo der Kopf ist. Siehst du? Mhm. Ist der gerade? Nee. Nee. Das ist gerade, ja. Fehlen 20 cm. Da muss man ein Gefühl kriegen. Muss ich weiter nach nee, musst du nicht. Du musst nur den Arm mehr strecken. Mhm. Du hast es eigentlich nicht schlecht gemacht, ja? Mhm. Aber diese Übung ist nicht so einfach. Wir machen es gleich nochmal. Alles gut. Ja? Okay. Genau. Dann machen wir nochmal die Übung. Ja, auch eine gute Übung. Überhaupt zu mobilisieren, ist, haben wir gestern schon geübt, Schulterblätter anheben beim Einatmen durch die Nase. Halten, halten, halten. Und dann ausatmen und die Schultern fallen lassen. Genau, ausatmen durch den Mund, ganz richtig gemacht. Noch einmal, einatmen. Halten, halten, halten. Und ausatmen und die Schultern fallen lassen. Gut. Dann machen wir rechte Schulter kreisen, nur die rechte. Nach hinten kreisen. Da kann man theoretisch auch die andere Hand drauflegen. Ja? Das kann man auch machen, ja? Für noch bessere Bewegungswahrnehmung. Nach vorne kreisen. Ja. Und nochmal nach hinten. Für die meisten Leute ist nach hinten kreisen wichtiger, ja? Weil die meisten machen hier zu. Die meisten neigen eher zu dem, ja? Die wenigsten sind zu stark so, ja? Aber je nachdem, welche Richtung ihr so ein bisschen tendiert, macht ihr entweder mehr nach hinten kreisen für Weiten der Brustmuskulatur, ja? Oder nach vorne kreisen für Rückenmuskulatur ein bisschen mehr bewegen, ja? Okay. Oh. Rücken ein bisschen langsamer. Und mit der gleichen Energie. Gut. Halt das Genick. Genau, sag brav. Immer wenn das Genick brav. Immer wenn das Genick nach oben macht, loben. Genau. Gut. Okay, einmal anhalten. Oh. Brav. So, ja.